Moin Moin. Moin Moin Leute der solchen Unterhaltung. Scheiße, habe ich völlig vertüdelt. Heute mal was anderes. Ich versuche mal ein Experiment, und zwar das schöne Elektrolyse der Entrostung. So, Versuchsaufbau ist relativ jetzt hier zusammengetüdelt. Hab eine 12 Volt Batterie mit, was haben wir da, 12 Volt und 45 Ampere Stunden Saft soll das Ding haben. Entweder nimmt man sich Multimeter zur Hand oder macht das auf der brutalsten Art und Weise. Boing, haben wir Saftwurf. Sehr schön. Das knallt, das scheppert, das hat Saft. Mit diesem Batterieladegerät oder bitte Ladungserhaltungsgerät, ich weiß auch nicht, wie man das Teil jetzt betiteln soll, werde ich die Batterie durchgehend bei diesem Experiment mit Energie versorgen. Bohren wir die zwei Metallplatten zur Entrostung bzw. das gewünschte Objekt. Hupsala. Ist in diesem Fall so ein Gartengerät, eine Hake, die schon Feuer gesehen hat. So, mal schauen. So, als Elektrolysemittel nehme ich unbezahlte Werbung. Also das mit Domo kann man vergessen, auf jeden Fall rohrfrei Pulver. Wichtig, es geht um, schaffen wir das? Ne, schaffst du nicht. Natriumhydroxid, das ist das, worum es mir jetzt geht. Also, dann würde ich mal sagen, befüllen wir den Eimer mit Wasser. Scheiße. Das ist ja doof, wenn. Dann machen wir da erstmal einen kleinen Cut. So, nachdem ich jetzt den Eimer mit Wasser befüllt habe. So, wie viel da drin ist, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, was haben wir da. Wir haben jetzt plus Flasche haben wir 176 Gramm. Da würde ich mal sagen, storbe ich nicht mal die Hälfte davon. Ja. Das ist ungefähr noch bis hierhin gefüllt. Und ich sag mal, ich nehme mal die Hälfte. Bisschen drüber geschossen über das Ziel. Aber nun, mal schauen. Gut. Na, die Katze, bitteschön. Da mal auch ein Bild. So, gut. Reaktion sehe ich jetzt schon mal, aber gut. Jetzt kommen wir erstmal. Ich nehme mal ein Stück Metall. So wie ich mich jetzt im Internet so ein bisschen damit, die ganzen Leuten so auf YouTube das mir angeschaut habe. Und ich hoffe, ich mache das jetzt auch richtig. So, aufpassen, dass ich keinen geballert kriege. Also ist ein gut Zupfen dahinter. Und der hier. So. Das gefummelt. Wie war es nochmal? Masse. Nee, scheiße. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wie war es nochmal. Masse kommt an das zu bearbeiten. Man muss mal kurz im zurück. So, der Minuspol kommt an das zu bearbeitende Teil. In diesem Fall halt. Das Gartenwerkzeug. So, der Abstand zwischen den Elektroden sollte so möglich wie gering sein. Natürlich nicht zu nah, weil wegen Kurzschlüsse, das mag die Batterie nicht. Und dann wissen wir, ne? Dann haben wir hier Sauerei und das Knall ist futzt. Upsala. Also, wieso hinkriegen, dass das auch vernünftig hält? Was ich jetzt gerade tue, solltet ihr natürlich nur mit Möglichkeit nicht machen, weil das ist natürlich eine schöne Lauge hier. Das ist nicht so gesund für die Flossen. Aber ich will wissen, ob ich da keinen Kurzschluss verursache. Gut. Kurzschluss haben wir nicht. Dann. Ups, scheiße. Jetzt habe ich es auch wieder berührt. Ich drehe durch hier. Ja, ihr solltet nach Möglichkeit natürlich einen größeren Behälter nehmen, weil das, was ich habe, ist. Scheiße, gelinde gesagt. So, dann verbinden wir mal die ganze Schose. Und wir sehen eine Reaktion. Das geht ja schnell. Das geht ja ziemlich schnell. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Man sieht es ja nur in den Videos, aber hier kann man sehr schnell eine Reaktion feststellen. Aber Moment mal, das muss ja. Ah gut, wie ihr seht, es scheint zu funktionieren. Ich werde euch dann Zeit bis die nächsten Stunden. Ich lasse es mal jetzt. Wie lange soll es drin lassen? Ich denke mal für 72
48 Stunden etc. Egal, ja, wir schauen mit dem Spiel wieder nach. Dritten, tausendsten Teil. So, der Versuchsaufbau ist jetzt soweit zusammengetüdelt. An der Masseverbindung bzw. Minus habe ich jetzt das zu bearbeitende Werkstück angelegt. An Pluspol habe ich jetzt ja das Stück Metall bzw. die Metallplatte, die den Rost auffangen soll bzw. aufnehmen soll. So, falls hier was an dem Versuchsaufbau was falsch sein sollte, schreibt es in den Kommentaren rein. Wisst ihr halt, ne? Informationen. Wie gesagt, das ist dann halt mein Aufbau. Einfache Standard wartungsfreie Autobatterie mit 45 Amperestunden, 12 Volt. Wird unterstützt durch ein ja, kleines Ladegerät, was dafür gedacht ist. Ja, mal gucken. Jo, dann bis denn. Noch ein kleiner Nachtrag meinerseits. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr Elektrolyse macht oder begeht etc., ich weiß auch nicht, wie ihr es jetzt vernünftig ausdrückt, darauf achten, dass ihr es draußen oder im sehr gut belüfteten Raum macht, weil dadurch entstehen, jetzt komme ich auf den Fachbegriff, ihr kennt jetzt die Knallgase, also entstehen auf jeden Fall giftige Dämpfe, die unter anderem auch halt Kabumm machen. Also darauf achten, ne? Alles auf eigene Gefahr.